Thank you.
Wenn ich dich verstehen soll. Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Länder? Sag, gibt's außer diesen Bergen noch Länder und Menschen? Viele Tausende. Ah! Da ließe sich eine Spekulation mit meinen Vögeln machen. Aber sag, wie nennt man eigentlich diese Gegend? Wer beherrscht sie? Das kann ich dir ebenso wenig sagen, wie ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Du wüsstest nicht, wo du geboren oder wer deine Eltern waren? Kein Wort. Ich weiß nur so viel, dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Aber wie lebst du? Von Essen und Trinken wie alle Menschen. Wodurch erhältst du das? Durch Tausch. Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrau verschiedene Vögel und erhalte dafür von ihr täglich Speise und Trank. Sternflammende Königin. Ja. Sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sie? Die sternflammende Königin, sie?
könnte sich rühmen, sie je gesehen zu haben. Wer mich so stark anblickt. Was blickst du so bedächtig und schelmisch nach mir? Weil ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Wie war das? Bleib zurück, sag ich dir, und traue mich nicht, denn ich habe nicht Kraft, wenn ich ihn packe. Also warst du wohl Carmine Rette, der diese Schlange bekämpfte? Schlange? Ist sie tot? Oder lebendig? Also das, du von Carmine? Also? Ja, ich war's. Ich hab sie erdrosselt. Erdrosselt? Ja, ich hab sie erdrosselt. Ich bin in meinem Leben nicht so stark gewesen wie heute. Oh, das geht mich an. Wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür zwei Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Die sind vermutlich sehr schön. Das denke ich nicht. Wenn die schön wären, würden sie doch ihre Gesichter nicht bedecken. Papagena! Ach, du fragst, ob sie schön sind! Und ich kann dir darauf nichts sagen, als dass ich in meinem Leben nichts Reizenderes sah. Werden Sie gleich wieder gut mit mir sein. Papageno! Was muss ich denn heute verbrochen haben, dass die gar so aufgebracht wieder mich sind? Hier, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Dafür schickt ihr unsere Fürstin heute zum ersten Mal statt Wein reines, helles Wasser. Und mir befahl sie, dass ich statt Zuckerbrot diesen Stein dir überbringen. Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dieses goldene Schloss von den Mund zu schlagen. Du wirst vermutlich wissen, warum die Fürstin dich heute so wunderbar bestraft, damit du künftig nie mehr Fremde belügst. Und dass du dich nie der guten Damen rühmst, die andere voll Vogel. Sag an, hast du diese Schlange bekämpft? Also, wir waren's, Jüngling, die dich befreiten. Dich erwartet Freude und Entzücken. Hier, dies Gemälde schickt dir die große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter Pamina. Findest du, sagte sie, dass diese Züge dir nicht gleichgültig sind? Dann ist Glück Ehr und Ruhm, dein Lust. Auf Wiedersehen. Adieu, Monsieur Papageno. Nicht so hastig getrunken. Dies Bild, es ist der Zorn.
leben ist mir lieb. Der Mensch leicht bei meinem Leben, der von mir wie ein Dieb. Das war Karinnen sein. Karin, hörst du mir Löckchen tönen? Wenn ich sie auch von dir spöne. Wo kannst du dir das hören? Dein Narr, dass ich mich schrecken ließ. Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum nicht auch schwarze Menschen? Ah, sieh da, da ist das schöne Mädchen. Du, Tochter der nächtlichen Königin. Nächtliche Königin? Wir wissen.
Papageno. Papageno? Ich erinnere mich, diesen Namen oft gehört zu haben. Dich selbst aber sah ich nie. Ich dich leider auch eher lesen selten. Du kennst also meine Mutter? Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist, ja. Ich bin es. Das will ich gleich erkennen. Haare blond. Naja, blond. Augen schwarz. Richtig, schwarz. Lippen. Bis auf Hände und Füße, denn nach diesem Gemälde zu schließen, solltest du weder Hände noch Füße haben. Oh, lass sehen! Lass sehen! Ich bin es! Ja. Wie kam dieses Bild in deine Hände? Das muss ich dir umständlich erklären. Ich kam heute früh, wie gewöhnlich, zu deiner Mutter Palast mit meiner Lieferung. Und eben als ich im Begriff war, meine Vögel abzugeben, da sah der sich Prinz nennen lässt. Und dieser Prinz hat deine Mutter so für sich eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell wie seine Liebe zu dir. Liebe? Ja. Seine Liebe zu mir? Ja. Oh, sage mir das noch einmal. Ich höre das Wort Liebe gar zu gern. Das glaube ich dir. Du bist ja auch ein Mädchen. Wo blieb ich denn? Bei der Liebe. Bei der Liebe, das will ich ein Gedächtnis haben. Kurz also, diese große Liebe war der Peitschenschlag, um unsere Füße in schnellen Gang zu bringen. Und nun also sind wir hier, dich in unsere Arme zu nehmen und dich zu deiner Mutter Palast zurückzubringen. Weil zur Sicherheit war der Prinz so fein, mich vorauszuschicken, um dir unsere Ankunft anzukündigen. Komm, schönes Mädchen, du wirst Augen machen, wenn du den schönen Jüngling erblickst. Aber wenn dies nun ein Fallstrick wäre, wenn dies nun ein böser Geist aus Sarastus Gefolge wäre. Was? Ich ein böser Geist? Wo wächst du hin? Ich bin der beste Geist von der Welt. Vergib, Freund. Vergib, wenn ich dich beleidige. Du hast ein gefühlvolles Herz. Das sehe ich in jedem deiner Züge. Freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was nützt mir das alles? Ich könnte mir oft alle meine Federn ausnutzen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Armer Mann, du hast doch kein Bein? Nicht einmal ein Mädchen, viel weniger ein Bein. Und unser Eins hat doch auch zwei in seine lustigen Stunden, wo man gerne gesellschaftliche Unterhaltung haben möchte. Geduld, Freund. Der Himmel wird dir eine Freundin schicken, ehe du es vermutest. Ja, wenn er sie nur recht bald schickt. Und mir nichts zu fühlen, ist am
Here, here, here.
Thank you.
Gottheitstempel eingeweihten Diener der großen Götter Osiris und Isis. Unsere heutige Versammlung ist eine der wichtigsten unserer Zeit. Der Königssohn Tamino, 20 Jahre seines Alters, wandelt an der nördlichen Pforte unseres Tempels und will seinen nächtlichen Schleier von sich reißen, um ins Heiligtum des größten Lichtes zu blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, sei heute unsere wichtigste Pflicht. Er besitzt Tugend. Tugend. Auch Verschwiegenheit. Verschwiegenheit. Ist wohltätig. Wohltätig. Haltet ihr ihn für würdig, so folgt mein Beispiel. Amina, das sanfte, tugendhafte Mädchen, haben die Götter dem Jüngling bestimmt. Dies ist der Grund, warum ich sie der stolzen Mutter entriss. Das Weib dünkt sich groß zu sein, hofft durch Blendwerk und Aberglauben unseren festen Tempelbau zu zerstören. Allein, das soll sie nicht. Tamino selbst soll ihn mit uns befestigen und als Eingeweihter der Tugend lohnen, dem Laster aber Strafe sein. Großer Sarastro, deine weisheitsvollen Reden erkennen und bewundern wir. Allein wird Tamino auch die harten Prüfungen so seiner Herren bestehen? Verzeih, dass ich so frei bin, dir meine Zweifel zu eröffnen. Er ist Prinz. Noch mehr? Er ist Mensch. Wenn er nun aber in seiner frühen Jugend leblos erblaffte, dann ist er Osiris und Isis gegeben und wird der Götter Freude früher fühlen als wir. Thank you.
könnte, dass ich hier einmal ein schönes Mädchen fange? Das wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht unseren Prüfungen unterziehst. Prüfungen? Worin bestehen diese Prüfungen? Die Eilungsschen Gesetzen zu unterwerfen, selbst den Tod nicht zu scheuen. Ich bleibe ledig. Aber wenn du dir ein schönes, tugendhaftes Mädchen erwerben könntest. Ich bleibe ledig. Wenn nun aber Sarastro dir ein Mädchen aufbewahrt hätte, das an Farbe und Kleidung dir ganz gleich wäre. Mir gleich. Mir gleich? Ist sie jung? Jung und schön. Und heiß. Papagena. Papagena. Die möchte ich gerne einmal aus bloßer Neugierde sehen. Sehen kannst du sie. Aber wenn ich sie gesehen habe, dann... Ich bleibe ledig. Sehen kannst du sie, aber kein Wort mit dir sprechen. Wird dein Geist so viel Standhaftigkeit besitzen, deine Zungenschranken zu halten? Ja. Sollst du sie sehen? Ja. Deine Hand. Schon dort. Auch dir, Prinz, legen die Götter ein heilsames Stillschweigen auf. Ohne dieses seid ihr beide verloren. Du wirst Pamina sehen, aber sie nicht sprechen dürfen. Dies ist der Anfang eurer Prüfungszeit. Wer schreibt von Wein?
Farben sie erringen. Tja. Diese neugierige Frage mag dir deine Vernunft beantworten. Komm, meine Pflicht heißt, dich weiterzuführen. Bei so einer ewigen Wanderschaft, da möchte dir die Liebe wohl auf immer vergehen. Oh!
meiner schwarzen Farbe oder vor dem ausgedachten Mord. Du weißt also... Alles! Du hast nur einen Weg, um dich und deine Mutter zu retten. Und der wäre? Mich zu lieben! Nun, ja oder nein? Nein! So stirb! Herr, ich bin unschuldig! Man hat deinen Tod geschworen, darum wollte ich dich rächen. Ich weiß. Geh. Jetzt gehe ich zur Mutter, wenn mir die Tochter nicht beschieden ist. Herr, strafe meine Mutter nicht. Ich weiß alles. Allein, du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche. Und ich sei Menschen von
ein lustiges Leben. Wäre ich doch lieber in meiner Strohhütte geblieben oder im Wald, da hörte ich wenigstens manchmal einen Vogel pfeifen. Mit mir selbst werde ich wohl sprechen dürfen. Und auch wir zwei dürfen zusammen sprechen. Wir sind ja Männer. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten. Viel weniger sonst was. Ist das für mich? Ja, mein Engel. Schmeckt noch gar nichts. Sag mir, du unbekannte Schöne, werden alle Gäste auf diese Art bewirtet? Freilich, mein Engel. Da werden die Gäste aber nicht allzu häufig kommen. Sehr selten. Man kann es denken. Geh, Alte, setz dich her zu mir. Mir ist die Zeit verdammt lang hier. Sag mal, wie alt bist du denn? Wie alt? 18 Jahre und 2 Minuten. 80 Jahre und 2 Minuten. 18 Jahre und 3 Minuten. Du junge Engel, du! Sag mir, hast du auch einen Geliebten? Freilich! Und der ist genauso jung wie du? Nicht wahr! Er ist um 10 Jahre älter! Um 10 Jahre älter? Das muss eine feurige Liebe sein! Sag mir, wie nennt sich denn dein Liebhaber? Da ist er gesessen. Aber sag du mir, wie heißt du denn? So will ich schon schweigen, wenn es immer so gute Bissen gibt. Will ich sehen, ob auch der Keller so gut bestellt ist. Das ist Götterwein. Du hier? Ich höre deine Flöte und
gehen, ohne zu wissen, warum? Papageno, sag du mir, was ist denn bei dem Freund? Auch du. Das ist mehr als Kränkung. Mehr als Tod. Liebster, einziger Termin.
Fürst zu regieren? So mögen die Götter dich ferner begleiten. Zurück? Muss am Ende gar verhungern. Schon recht. Warum bin ich auch mitgereist? Mensch, du hättest verdient, auf immer in finsteren Klüften der Erde zu wandern. Die gütigen Götter entlassen dich der Strafe. Dafür aber wirst du das himmlische Vergnügen der Eingeweihten nie fühlen. Ja, und? Es gibt ja noch mehr Leute meinesgleichen. Also mir wäre jetzt ein gutes Glas Wein das allergrößte Vergnügen. Man wird dich damit bedienen. Da ist er. Ich wünschte. Ja, was denn? Thank you.
So eine Bündnis braucht doch auch seine Überlegung. Papageno, ich rate dir, zaudere nicht deine Hand, oder du bist auf immer hier eingekerkert. Was eingekerkert? Thank you.
Thank you.
Auf der Welt.